Servus YouTube, heute soll es einmal um den Pyromanen auf dem Schwierigkeitsgrad schwer gehen. Wir gehen gleich einmal durch, welche Module ihr haben solltet, um hier zu bestehen. Und dann schauen wir uns natürlich auch einmal das Gameplay an. Wir werden diesen Boss einmal mit Bunny machen und werden auch unsere HP so hoch wie möglich boosten. 22.000 habe ich jetzt hier. Verteidigung ist quasi mit 1.400 kaum existent. Widerstände haben wir auch nicht wirklich. Schlüssel zum Erfolg ist ein dicker HP-Pool, den holen wir uns über externe Komponenten. Am besten habt ihr einen Doppelroll, den habe ich allerdings nur hier auf diesem Komponenten. Auf den anderen Komponenten habe ich oben im Implizit den entsprechenden Wert Lebenspunkte. Der sollte so hoch wie möglich sein und über zwei Module. Das ist einmal Lebenspunkte Verstärkung und erhöhte Lebenspunkte holen wir uns den dicken, fetten HP-Pool. Den Rest könnt ihr zusammenbauen, wie ihr möchtet. Dadurch macht ihr quasi mehr Schaden mit eurem Nachfahren. Welchen Nachfahren ihr nutzt, ist auch egal. Solange ihr erhöhte LP und LP-Verstärkung habt, seid ihr bestmöglich aufgestellt. Ihr braucht keine Widerstände, ihr braucht keine Verteidigung. Das reicht zum Überleben vollkommen aus. Bei der Waffe solltet ihr einen DPS-Wert von mindestens 400.000 haben. Zum Zeitpunkt, als ich den Pyromanen platt gemacht habe, war ich bei 430.000. Feuerrate steigern, Wirkung und Gegenwirkung und verstärkter Drall sind die wichtigsten, um euren DPS möglichst hochzuschrauben. Und den Rest könnt ihr dann entweder mit kritischen Trefferwert und kritischen Trefferschaden oder Schwachpunktschaden ausstatten. Da ich mit Bunny unterwegs bin, habe ich auch den Elektroleiter mit drin. Heißt, ich bekomme mehr Damage, wenn der Gegner Stromschlag hat. Dadurch, dass wir mit Bunny den Impuls machen und dort so gut wie immer einen Elektrowert drauf haben, Donnerkäfig haut da auch nochmal einen Elektrowert drauf. Ich habe hier auch nochmal, wo haben wir es? Elektroangriffsschaden mit drauf. Ansonsten wieder Crit, Crit und mehr Damage gegen Kolosse. Diese Werte sind nicht ganz so wichtig, erhöhen aber euren Basis-DPS-Wert, worauf dann quasi das hier basiert. Das waren jetzt die fünf wichtigsten Module. Wenn ihr diese habt, möglichst viel HP auf eurem Nachfahren, möglichst viel DPS, mindestens 400.000 hier, seid ihr bestmöglich aufgestellt. Und dann können wir eigentlich auch schon gleich direkt ins Gameplay hineinspringen. Und ich werde euch da nochmal so ein bisschen die Mechaniken und Taktiken erklären, die sind nahezu gleich zu normal. Allerdings macht er natürlich mehr Schaden. Er hat auch einen deutlich größeren HP-Pool. Das wird aber für uns nicht das Problem werden, denn wir haben genügend HP. Und damit steigen wir ein in den Kampf. Wir haben hier wieder eine Kernmechanik. Ob wir sie spielen oder nicht, ist im Prinzip egal. Werdet ihr gleich auch sehen. Anders als beim Verschlinger, wo man es unbedingt spielen muss, ist hier die Kernmechanik mit seinem Pylon optional. Wenn wir genug DPS machen, sitzen wir das einfach aus, warten bis der Pylon wieder verschwunden ist und dann geht's weiter. Wenn er uns angreift, versuchen wir natürlich bestmöglich auszuweichen. Wenn die Aggro weiterspringt auf unsere Teamkollegen, haben wir alle Zeit und alle Ruhe der Welt, hier alles umzumetzeln. Oben die Eisvögel könnt ihr umhauen, um dann auch ein bisschen HP zurückzubekommen oder Munition. Dann muss man nicht so häufig zurücklaufen. Und ansonsten immer schön draufballern. Wenn ihr Schwachpunktschaden drauf habt, solltet ihr eher auf den Schwachpunkt gehen. Ich habe jetzt Crit drauf, schadet aber auch nicht. Dann entsprechend auch auf den Schwachpunkt zu gehen. Da haben wir jetzt die Mechanik. Der Pylon wird ausgelöst. Und wenn wir da drauf ballern, den Pylon kaputt machen, dann ist die Phase deutlich schneller vorbei. Wenn er sich wegportet, einfach aus dem Kreis raus. Auf schwer habe ich das Gefühl, dass man deutlich mehr Zeit hat, rauszulaufen. Man muss sich nicht weggraben. Und auf dem Boden tauchen jetzt rote Kreise auf, die uns dann signalisieren, wo diese Ketten aufgehen. Wenn das passiert, dann macht euch gefasst, dass die Ketten langsam aufgehen. Dort solltet ihr dann rüberspringen.
bei diesem Boss muss man halt ja so ein bisschen Multitasking unterwegs sein. So, wir haben die Phase jetzt ausgesetzt. Wir haben den Pylon nicht kaputt gemacht. Deswegen geht es einmal weiter. Mit Bunny zünde ich natürlich immer wieder meinen Impuls, um Stromschlag drauf zu bekommen. Aber auch um die Eisvögel, diese Maschinen wegzuhauen, damit ich dann auch regelmäßig ein bisschen HP aufsammeln kann. Und auch Munition. Ich brauche hier die Standardmunition, das heißt, diese weißen Dinger sollte ich aufsammeln. Jetzt verschwindet er wieder. Im Best Case bei der Landung ziehen wir unseren Haken. Hat jetzt wieder nicht funktioniert. Ihr seht aber auch, ich habe alle Zeit der Welt rauszulaufen, um von der dicken Feuerexplosion nicht getroffen zu werden. Jetzt werden wir mal versuchen, das Ding... Nein, haben wir nicht geschafft. Kein Problem. Wir machen einfach wieder weiter Damage auf ihn. Wir versuchen ein bisschen Distanz zu ihm zu haben, denn hin und wieder macht er seinen Schwertangriff nach vorne. Und wenn wir dann in seiner Richtung stehen, kriegen wir ein bisschen Damage. Er ist wieder im Raserei-Modus. Entweder hauen wir auf den Pylon drauf. Hier spawnen jetzt diese roten Kreise. Dann tauchen die Ketten auf, aus denen sollten wir rausgehen. Und ihr seht es auch hier wieder, wenn ihr nicht genug HP habt, dann liegt ihr häufig im Dreck. Ich werde jetzt diese Pylonphase einmal aussetzen, so dass ihr seht, dass man sie nicht unbedingt spielen muss. Wir warten einfach. Er hat mich eben anvisiert, deswegen regelmäßig zur Seite ausweichen, damit er mich mit seiner Kette nicht erwischt. Der DPS ist auch ausreichend vorhanden. Wenn ihr 400.000 plus habt, seid ihr hier sehr gut aufgestellt. Und Raserei ist vorbei. Wir können wieder normal weiter Damage machen. Seine Ketten tauchen nicht mehr auf. Das heißt, diese Phase wird jetzt auf jeden Fall deutlich entspannter, angenehmer. Wir müssen nicht auf ganz so viel achten. Wenn er die Raserei macht, könnt ihr eigentlich auch komplett abhauen. Ihr könnt dann so viel Distanz wie möglich zu ihm aufbauen und wenn ihr dann seht, dass der Pylon verschwindet und er wieder Damage beziehen kann, düst ihr wieder zu ihm hin, macht ein bisschen Damage, so lange bis er dann down ist. Wenn ihr einen fetten HP-Pool habt, seht ihr auch, dass das hier sehr angenehm machbar ist. Ihr müsst eigentlich vor so gut wie nichts Angst haben, wird ein Gegner in der Lava besiegt. Habt ihr sogar genügend HP, um in die Lava reinzuspringen und die Person dann wieder zu beleben, ohne dass ihr dabei drauf geht. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Damage auf ihn machen. So, da hat er mich mit seinem Feuerangriff erwischt. Ihr seht aber auch HP. Ja, man hat es nicht wirklich gemerkt, dass er mir da so einen dicken Schlag reingesetzt hat. Jetzt klaue ich nochmal ein bisschen die Aggro, damit er auf mich drauf geht, damit die Teamkollegen ein bisschen mehr Ruhe haben. Und kurz vor Ende zieht er nochmal seine Raserei. Ja, da hatten wir, glaube ich, ein Leck gehabt. Ketten kommen, der Sprung kommt, das ist immer das Nervigste bei ihm. Aber auch hier genügend HP und gar kein Problem. Wir sitzen die Raserei-Phase wieder aus. Ich baue hier mal ein bisschen Distanz auf. Er ist eh gleich weg. So, ja, ich glaube, circa eine Minute ist das, wo er dann in dieser Raserei-Phase ist. Und danach beruhigt er sich wieder, kann wieder getroffen werden. Wenn ihr in dieser Phase Schaden auf den Pylon macht, wird auch ein bisschen seiner HP abgezogen. Also es macht durchaus Sinn, auf den Pylon drauf zu hauen, allein auch, um diese Phase schnell zu beenden. Bei ihm den Pylon umzuhauen, ist auf jeden Fall deutlich einfacher als bei anderen Bossen. Und ihr seht, selbst wenn man hier noobmäßig unterwegs ist, ist dieser Boss kein Problem. Er versucht so viel Damage wie möglich zu machen, versucht nicht zu sterben. Und dann habt ihr eigentlich auch den Schlüssel zum Erfolg und könnt euch einige Fehler erlauben.